Hallo Tag auch, willkommen zu Alien Barbecue. Heute machen wir was Feines, nämlich biergedämpfte Rippchen aus dem Dutch Oven. Ja, und dafür brauchen wir natürlich Rippchen. Das ist dicke Rippe, ist frisch vom Metzger geholt, was besonders Leckeres. Wir brauchen eine Handvoll Knoblauchzehen, wir brauchen eine Handvoll Zwiebeln, ein bisschen Bier und eine feine Gewürzmischung. Das ist ein Pork Rub. Rezept dazu findet ihr auf meiner Webseite, verlinke ich gleich noch. Okay, starten wir mit den Rippchen. Heute das perfekte Essen für Grobmotoriker, denn wir hampeln da eigentlich jetzt gar nicht so viel rum. Wir befreien die Rippchen nur von dem wirklich groben überschüssigen Fett, sieht man hier vorne ganz gut. Und Zentimeter Fett, der muss nicht sein, aber ein bisschen Fett darf da ruhig drauf bleiben. Und am Ende dieses kurze Bürstel, da schneiden wir auch noch weg, das würde eh nur verkochen im Dutch Oven. Aber ich lege das nachher mit dazu, so zum Snacken ist das eine feine Sache. Okay, dann befreien wir mal das Stückchen vom groben Fett. Und ganz wichtig, das ist kein St. Louis Cut, das ist auch keine Spare Rib, das ist ein kompletter Rippenstrang mit Bauch, mit Fett, alles dran. Ja, wie gesagt, das kleine, feine, dünne Stückchen am Ende des Rippenstrangs schneiden wir auch weg, aber nicht wegschmeißen, das wird auch noch gewürzt und ja, wie gesagt, ist ein leckerer Snack. Ja, mittendrin, wie kann es anders sein? Mutter ruft an. Mutter will Grünkohl machen und was will Mutti haben? Ein Stück von der dicken Rippe. Okay, soll sie haben. Schneide ich ab, dann gibt's heute bei uns halt nur ein und einen halben Rippenstrang. Okay, hier Mutter, das für dich. Gut, auch bei dem jetzt kleineren Stückchen schneide ich natürlich dieses kleine, dünne Stückchen ab, zum Snacken später. Ja, und dann drehe ich es um. Und auch hier, wie gesagt, ist was für Grobmotoriker. Wir ziehen auch hier die Silberhaut gar nicht runter. Die wird jetzt nur ein paar Mal eingeritzt, weil wir brauchen Stabilität in der Rippe, weil die wird im Dutch Oven stehen und die soll nicht wegklappen oder zusammenklappen. Das wäre dann nicht so schön. Das machen wir jetzt bei beiden Strängen oder bei allen Strängen, die wir zur Verfügung haben. Und dann geht es gleich ans Würzen. Zum Würzen, wie gesagt, nehme ich ein einfaches Pork Rub. Das ist im Wesentlichen Paprika, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel, Zucker und ein bisschen Gedöns noch dazu. Rezept, wie gesagt, blende ich gleich ein. Das könnt ihr dann auf meiner Webseite runterladen, ausdrucken oder nachmachen, wie ihr möchtet. Oder ihr nehmt einen Rub nach eurem Geschmack oder einfach Salz, Pfeffer, Knoblauch und Zwiebelpulver, mein Lieblingsgewürz. Gut, die Rippen, die sind feucht genug, da brauchen wir jetzt also auch kein Öl oder Senf oder irgendwas. Das Gewürz wird drauf haften. Ich mache das Ganze hier in der Schale von Ikea, weil so sparen wir ein bisschen Rub, denn das würde uns sonst, wenn wir das nicht in der Schale machen, auf dem Teller oder auf dem Tisch fliegen und wäre halt verloren. Und hier kann das überschüssige Rub abfallen und das kann ich dann gleich, wird er gleich sehen, ich dippe das mit den Rippchen auf. Ja, dip, 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 wir nehmen alles mit. Ja, das ist doch schon ganz ordentlich. Richtig schön viel Gewürz da drauf. Das soll auch richtig gut schmecken hinterher. Okay, dann kümmern wir uns jetzt gleich um den Rest der Hauptdarsteller. Ja, hier seht ihr auch den Grund, warum ich eigentlich gerne mit Handschuhen würze, weil alles, was mit Paprika ist, das klebt euch die Finger zu, das ist unglaublich. Ja gut, die Rippchen, die lassen wir jetzt hier in der Schale drin, die decke ich jetzt ein bisschen ab mit Alufolie und dann wandert die so für 2-3 Stunden in den Kühlschrank und darf da ein bisschen durchziehen. Wer möchte, kann das natürlich auch gerne über Nacht machen, umso länger, desto besser.
Okay, da sind sie drin. Ich mache noch den Tisch sauber und dann geht's ans Gemüse. Und auch beim Gemüse machen wir uns nicht allzu viel Stress. Wir schneiden die Zwiebeln einfach nur in grobe Würfel. Muss ich jetzt wahrscheinlich nicht zeigen. Die Zwiebeln sind in der Schüssel. Jetzt knacken wir Knoblauch. Man muss Knoblauchzehen nicht unbedingt zerdrücken oder in irgendeiner Schüssel stundenlang hin und her schwenken, damit die Schale abgeht. Macht's einfach so. Gegeneinander verdrehen und wenn es einmal knackt, kann man die Schale ganz einfach abziehen. Das geht mal mehr, mal weniger gut, aber es ist ganz einfach. Okay, und die Knoblauchzehen, die vierteln wir einfach, geben sie zu den Zwiebeln und verrühren das erst einmal. So, alles ist gleichmäßig verrührt. Jetzt kommt noch ein bisschen vom Rub da drauf. Das sind so, na, 2 Esslöffel, können auch 3 sein. Das führt halt dazu, dass das Salz und der Zucker da drin so ein bisschen den Saft aus den Zwiebeln zieht. Und den Saft, den werden wir gleich noch ein bisschen andünnen. Da nehmen wir gleich noch einen schönen Schluck Bier. Ich gieße da jetzt einen guten Viertel Liter Bier drauf. Da könnt ihr das Lieblingsbier nehmen, was euch am besten schmeckt. Der Rest, ganz klar, der geht in den Hals. Und unser Gemüse, das decken wir jetzt auch noch ab mit einer Frischhaltefolie. Ganz nebenbei, ich hasse Frischhaltefolien, aber das macht es halt dicht, weil die kommt jetzt auch noch mal so für 2 Stunden in den Kühlschrank, diese Mixtur. Und ohne die Folie würde der Kühlschrank mächtig, mächtig riechen. So, das ist jetzt circa 2,5-3 Stunden später, alles ordentlich durchmariniert, die Rippchen sind soweit, das Gemüse ist soweit. Ja, jetzt wird Zeit, das im Dutch Oven vorzubereiten. Ja, hier sieht man, das Gewürz hat gut angezogen. Es hätte vielleicht noch ein bisschen länger sein können, damit der restliche Zucker sich auch noch verflüssigt. Aber ja, dann, wenn ihr das mögt, dann lasst es einfach über Nacht drinne. Dann zieht es auch noch mehr Saft und ja, das Gewürz kann tiefer in das Fleisch eindringen. Ja, okay, hier ist er. Der Ultimate Dutch Oven, der 14 Zöller. Den bereiten wir jetzt vor. Und zwar, klar, erstmal den Deckel runter und die obere Roste, die brauchen wir jetzt hier nicht. Und da gießen wir gleich erstmal unser Gemüse, den Knobi-Zwiebeln mit dem Bier rein.
alles schön rein damit, ein bisschen mit dem Löffel gleichmäßig verteilen und dann sollte das auch für die erste Ladung Flüssigkeit ausreichen. Ja, jetzt kommen die Rippchen dazu. Also zum einen, wenn ihr das nachmacht, achtet darauf, dass die Knochen nach außen sind, weil das Fleisch soll schön durchziehen und schön durchgangen. Das Problem ist dabei, ich habe dafür nur 3 Stunden Zeit. Dann kommt mein Schätzchen nach Hause und wird Hunger haben, also muss das Essen in 3 Stunden fertig sein. Und das nächste Schöne ist halt, ihr seht, die Rippchen sind eindeutig höher als der Dutch Oven. Aber, wie ich euch im letzten Video schon gezeigt habe, der Deckel von dem Ultimate Dutch Oven, der hat eine ordentliche Höhe und ist überhaupt kein Problem, wenn jetzt die Rippchen ein bisschen höher stehen. Werdet ihr gleich sehen. Ja, Deckel geht zu. Ein bisschen hin und her rückeln, dann passt das schon. Und dann, ja, wo sollen wir hin? Wir gehen zum Grill. So, jetzt nicht wundern, ich hau hier wirklich eine ganze Menge Kohlen unten rein. Ich habe die nicht gezählt, mögen so 15, 20 Stück vielleicht sogar sein. Das mache ich aber auch nur, damit zum einen das Räucherholz schnell anfängt zu räuchern, weil mit dem Ultimate Dutch Oven kann man ja auch räuchern, und damit ich schnell Hitze unter den Topf kriege. So nach Viertelstunde, 20 Minuten reduziere ich das aber. Das heißt, ich nehme also mindestens die Hälfte der Kohlen drunter weg, weil sonst ist die Gefahr zu groß, dass die Flüssigkeit zu schnell verdampft und uns das Gemüse oder im allerschlimmsten Falle sogar die Rippchen anbrennt. Und das wäre ein fataler Fehler. Ja, das war's jetzt. Das war's jetzt eigentlich wirklich schon. Das heißt, wir lassen das Ding jetzt erstmal eine gute Stunde vor sich hin brodeln. Zwischendurch, wie gesagt, nehme ich ein paar Kohlen weg. Und dann, ja, ich denke, nach einer knappen Stunde gucke ich mal rein und gieße eventuell Flüssigkeit nach. Da könnt ihr danach gießen, was ihr möchtet. Ich nehme Bier, sind ja biergedämpfte Rippchen. Ihr könnt natürlich auch eine Gemüsebrühe nehmen oder ganz simpel und einfach Wasser. Duften tut das Ganze echt fantastisch, also herrlich, so muss das sein. Blöd nur, dass die Kamera immer Schwierigkeiten mit dem Dampf vom Dutch Oven hat, aber diese Kamera, die hat bald ihren Job getan. Toi, toi, toi. Ja, Deckel zu und die nächste Stunde, anderthalb Stunden darf der Dutch Oven alleine verbringen. Ja, jetzt sind etwas über 2,5 Stunden rum. Eigentlich sind die Dinger fertig, die können wir gleich essen. Ich drehe sie aber jetzt noch einmal um, wegen der gleichmäßigen Garung und mal gucken, wie es geworden ist. Ja, vorsichtig, die sind jetzt schon unheimlich weich geworden und oh, guck mal, das ist kein Karree, das sind Rippchen aus dem Dutch Oven, Leute. Das ist gut. Die Knochen lassen sich schon leicht bewegen. Wenn er genau hinschaut, seht ihr auch die tolle Farbe, die die Rippchen vom Rauch angenommen haben. Und eine kleine Geschmacksprobe. Boah, man könnte jetzt auch schon pultdicke Rippe draus machen. Das ist einfach fantastisch. Und natürlich die kleinen Snackstücke. Die habe ich vergessen. Aber okay, die kommt trotzdem auf den Teller. So, ich mache nochmal den Deckel für eine gute halbe Stunde zu. Und ja, dann wird aufgetellert.
dramatische Musik und das bedeutet nur eins, zum Ende hin hat die Kamera dann komplett aufgegeben. Ja, darum gibt es dann nur noch zwei Standbilder und leider seht ihr nicht das leckere Sauerkraut, mein Country Kraut. Das liefere ich nach, verspreche ich euch. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr es nicht schon gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns demnächst oder besucht alienbarbecue.de. Bis dahin, Leute.